Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. Ja, in der letzten Folge haben wir hier Pazars Schlüssel genutzt, hier hinten in der Ecke. Da könnt ihr mich gerne aufklären. Also, was ich mir vorstellen könnte, dass es so eine wiederkehrende Quest ist, dass man immer wieder Schlüssel da bekommt von Eorin und die dann irgendwie benutzen muss an verschiedenen Stellen. Ist jetzt so meine Fantasie, dass das sein könnte. Es könnte genauso sein, dass es einfach nur irgendwann einen neuen Dialog triggert, so von wegen, hast du noch meinen Schlüssel und dann kriegen wir eine andere Belohnung und ist die Sache schon erledigt. Oder es könnte sogar zu irgendeiner Art Bestrafung führen, dass wir jetzt den Schlüssel aufgebracht haben und oder benutzt haben. Vielleicht können wir auch den Gegenstand zurückgeben oder hier diesen magischen Schmetterer-Bonus da oder sowas. Oder wirklich, dass ein Charakter von uns angeklagt wird, also wie Karina oder sowas wieder, und eingebuchtet wird, also irgendeine harte Bestrafung. Kann ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen, aber jo. Diese Möglichkeiten stehen jetzt mal so Pi mal Daumen im Raum. Ich bin mal gespannt, für welche Möglichkeit sich das Spiel entscheidet oder sich entschieden wurde. Ihr könnt es mir, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr wisst. Ja, ist auf jeden Fall mal interessant, weil ich habe mich da jo, so relativ ad hoc festgelegt, sage ich mal. Der Schlüssel ist aufgebraucht und wir sind ein magischer Schmetterer. Ist ja klar, oder? Ja, schauen uns noch ganz kurz so ein bisschen in der Stadt um und dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Und dann gucken wir mal, was mit ihm passiert, ne? Klar. Der Frau mit angeklebtem Bart, was nicht zu erkennen war. Das war unmöglich. Ja. Gut, ich meine mal, in der Welt, in der wir uns heute bewegen, ne, ist das eindeutig eine Frau, ne? Ich sag jetzt nichts dazu. Gut, alles klar. Wissen wir auch Bescheid. So, schauen wir hier noch gerade vorbei. Das ist doch echt alles Schwachsinn, oder? Ich will dazu jetzt nichts sagen, aber es ist Schwachsinn. Gut. Und wer was anderes behauptet, der ist behämmert, ganz ehrlich. So, aber egal. Jo. Schauen wir uns mal um, was abgeht. Ja, hier unten konnte ich ja leider nicht rein. Ansonsten müssen wir irgendwo in der Mitte weitermachen, denke ich mal. Ne? Da hier hinten hochlatschen und so. Eventuell habe ich gewisse Sachen hier noch übersehen oder müsste hier mal runterspringen und sterben oder sowas. Sind alles so Sachen, die könnte man mal abziehen. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Nikotaler. Ich will endlich die Nikotaler und diese... Boah, ich habe schon wieder vergessen, wie heißen die Dinger? Sternenlichtdinger? Nee, ihr wisst, was ich... Oh, was ist da los? Ah, da kann ich dann auch mich so hochkicken oder sowas wahrscheinlich, oder? Und dann ganz oben ankommen und dann... Genau, da oben wieder und ganz oben in der Luft ist dann was? Nix. Aber irgendwas scheint hier noch zu gehen, wenn man das Wasserelement beherrscht. Vielleicht auch nur ein Gimmick, dass man sich so rumballert. Links waren wir noch gar nicht, oder? Ja, das ist ein Speicherort. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht zu wissen. Da hätte ich auch abspeichern können und hätte den ganzen Videoschnitt nicht müssen mit geöffnetem Spiel machen. Ne, auch top. So, Illistana, Hauptstadt der Fluten. Da sind wir. Ich bin begeistert. Sieht optisch ganz ansprechend aus. Ist auf jeden Fall ganz schick, sage ich mal. Was mir auch gut gefällt in dem Game ist bis jetzt, selbst erschlagende Größen wie große Felder oder hier jetzt die Stadt. Man findet sich doch nochmal relativ gut zurecht, gerade weil das Spiel seine Hotspots so schön markiert und das war's. Man kann sich ein bisschen umgucken, kann trotzdem die Aussicht genießen für Leute, wo das interessant ist, kann trotzdem die Kaktusteile da suchen und das genießen oder halt einfach weiterziehen im Game, ne? Irgendwie, ich finde, die haben oft eine schöne Mischung gefunden, finde ich. Ja, oder ich hype das Spiel völlig zu Unrecht und alles ist Bullshit. Das kann auch sein, aber irgendwie ist das im Moment mein Empfinden. Aber das Spiel wird eh kontrovers aufgenommen ohne Ende. Von supergeil bis hin zu, nee, nee, das war eigentlich gar nichts. Habe ich schon alles gelesen. Ja. Und irgendwie, jo, kommt es bei mir auch so an, wenn die Leute so mit mir reden. Der Unterricht der Kathedrale, jo, alles super, alles toll. Ich habe irgendwas übersehen. Echt, war da hinten eine Kiste oder muss ich in die Kathedrale rein? Oder ist das überhaupt die Kathedrale? Nee, da hinten ist eine Kiste. Ein Engelskelch. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. So, weiter geht die Party. So, ich will nochmal kämpfen, da ist mir viel zu luschi jetzt alles. So, gehen wir weiter.
Vielleicht mache ich es auch off-cam mal, dass ich mit den ganzen Leuten mal quatsche und gucke, ob da irgendwas Sinnvolles dabei ist mal. Ob da irgendwas rauskommt von Wert, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber super wichtig. Oder vielleicht, dass wirklich noch Nebenquests oder was auch immer getriggert werden. Ja, das kann natürlich auch sein, dass ich die ganze Zeit an Nebenquests vorbeirenne, wie ein Idiot. Wer weiß. Okay. Was? Auch mit dem Azurjuwel scheint irgendwas nicht zu stimmen. Was ist da bloß los? Die Wasserversorgung, liebe Leute, was ist los? Es regnet. So, hoch geht's. Nächster und wahrscheinlich auch letzter Bereich. Holen wir uns hier auch wieder die Bärenhonige mit. Alter, wie wir abgehen. Ja, richtig was Jump'n'Run-mäßiges, wie wir hier durchbrettern und dann die Sachen da einsammeln. Hier ist ein Kaktus. Hier ist irgendwo ein Kaktus. Ich spüre es. Mein Kaktusradar ist an. Kaktus, Fratz, wo bist du? Bin ich gerade dran vorbeigelaufen im vollen Laberrausch? Wahrscheinlich, ne? Aber irgendwo hier ist er, ich weiß es. Der steht auch nicht so dämlich da irgendwo rum, sondern der ist so irgendwie versteckt, so richtig ekelhaft. Ich weiß es einfach. Doch komm, so ist es. Nee, doch nicht, vielleicht. Er würde sich auf der anderen Seite anbieten, wenn hier ein Schatz, eine Schatztruhe ist, dann auf der anderen Seite so ein Kaktuskollege, der da einfach rumsitzt, so in den Blümchen. Und da muss man den anlabern oder sowas. Komm, das muss so sein, Leute. Gut, es wird mir nicht viel bringen. Ich brauche noch drei oder sowas. Wenn ich also so spiele, wie ich sonst spiele und mich umschaue, wie ich mich sonst in Spielen umschaue. Oh weia. Finden wir fünf bis zum Ende des Spiels. Ich bin immer relativ gut, ein Spiel zu komplettieren, aber nicht bei so Suchsachen. Schon gar nicht beim Labern. Commoners are not permitted to enter the palace. Now be on your way. But I'm the Soul Guard. I thought honored guests were allowed in the palace. Oh, we did not realize you were part of the convoy. Apologies for not receiving you properly, Soul Guard. However, we can't let anyone but the Alms pass. All parties other than the Alms themselves must have separate accommodations. We have reserved a room for the Soul Guard at the inn located in the market. I'm sure you may rest easy there when you need to retire. Oh, well, thanks anyway. It's urgent. Queen Palamina has slipped out of her room unattended again! Hey! Can't you see her in the presence of the Soul Guard? Sorry for the intrusion, sir. Wait, so the Queen just took off? Her Majesty's been sneaking out a lot lately. It's one thing when Master Passar isn't around to interfere, but we cannot keep this up. We promised to have her back safe and sound, and in time for the ceremony tonight. You know, sir, you may not be allowed inside the palace, but you can still go to the market. There are wares from all over the world available in our stores. It could be worth a look. Find some souvenirs, maybe. Souvenirs, huh? Come to think of it, Master Fugo liked to bring back trinkets from his pilgrimages. Hina's in the market now, too. It's not a bad idea. Thanks for the heads up. Also soll ich die nochmal anquatschen? Jo, und die Königin, ne? The Bartmann ist auch klar, ne? Souvenirs. Wait, what am I thinking? Now's not the time for shopping. Ein Mitbringsel für Tiana, also für die fürs Dorf. Yes. Jo, mach mal. Aber vorher muss ich noch ganz kurz hier gucken, ob ein Kaktus hier rechts irgendwo rumsteht. Warum auch immer. Kaktus, was ist? Der steht hier. Ich weiß es einfach. Leute, das kann nicht anders sein. Der steht hier mitten im Busch rum, irgendwo. Und im Vollspeed werde ich ihn wohl nicht finden, ne? Naja. Taking this? Wieder Nikotaler. Was kann ich da mit dem Zeug machen? Ich will es auch mal ausgeben. Bin ich jetzt an der Truhe? Ne, da ist die Truhe. Vorbeigelaufen. Ne, bin ich nicht. Wunderbar. Schokolade. Gott, ist das sinnlos. Die Schokolade in den Truhen. Wer kennt sie nicht? So, ich würde sagen, wir... Jo, ich würde mich einfach mal runterporten zum Waffenladen. Jo, auf geht's. Where to next? Ah, hier wird ja auch jetzt schön auf der Karte angezeigt. Jo, 12 von 12 Schatztruhen haben wir geholt. Wunderbar, das ist ein Traum. Dann gehen wir jetzt mal zu unserer Angebeteten, die uns dann erzählt, dass die Königin doch immer fliehen wird. Und zu Recht, weil sie sich ihrem Schicksal nicht beugen muss und was weiß ich. Aber klar, sie macht das natürlich.
Und deswegen klebt sie sich ein Bart an und das kann sie total verstehen und bla, und das hat sie früher auch gemacht. Und dann wissen wir, dass es die Königin ist. Könnte ja sein, oder? Oh, Val! Find something you want? No, nothing I can't live without. An elm doesn't really need material possessions, after all. Maybe not, but I still... How was the palace? You just came from there, right? Oh, well, I tried. The guards wouldn't let me in, though. They said only alms are allowed. Oh, that's too bad. I did get to see the fountain, though. That was impressive. Let's stop by on our way to the Sanctorium. Thank you for your assistance. I think I'm fine. Resistance. Pardon my impertinence, but are you Queen Palamina? What? No, I'm not. No disrespect, but your disguise is fooling no one. You... I concede that you are correct. I am indeed Palamina. I'm Morley, a swordsman by trade. Niccolo, a merchant here in Illestana, took care of me since I was young. You must have a reason to be traveling through the city incognito. May I ask what was so pressing? Oh, but... I understand you don't want to burden a stranger with personal affairs, but it is no burden. I am the Alm of the Moon. You are? You can trust your secrets with me. I'm fated to end my journey at the Mana Tree. Who would I tell? The goddess? If you are indeed an Alm, perhaps I can trust you with this. Several days ago, the fairy visited the capital, and I was asked to accompany the convoy as the newly appointed Alm of Water. Oh, this must be a first for the royal family. How come no one has heard about this? Everyone thinks the Alm hasn't been chosen yet. It is because I have purposefully concealed this information. If I were to abdicate in order to fulfill the duties of the Alms, the governance of Illestana would fall to my younger brother Ian and Passar. Oh, I see. Even I have heard the rumors of Passar's attempts to steal the throne. Passar is precisely the reason I left the palace to seek guidance from Niccolo. I was, in fact, en route to his residence when we ran into each other. You know my father? Father? Yes, of course. Niccolo is my friend and faithful advisor. As a merchant, he is much traveled, with a vast network of connections. I have sought his counsel many times. Illestana may seem like a rich, well-regulated city, but it was not always so robust. The rulers of the past have been fickle in their governance, at times compassionate, at times cruel to their people. It had always been my intention to leave behind a sturdy civic foundation so that my successor might flourish in his role as ruler. Tell me, what would you expect from a monarch? You're asking me? I'm an Alm. I have been chosen to offer up my soul. I don't think it matters what I want. I hope I did not offend you for asking a curious question. My ankle feels much better now. Thank you for your time and tolerance. You have been a great help. What will the future bring after we're gone? Are we stocked up and ready to leave for the Mana Tree after the rites of initiation? We shouldn't waste time. You're right. You know, we're already at the halfway point in our journey. I think it's about time to get back for the ceremony. Can we go to the pier before we make our way to the Sanctorium? Sounds like a plan. You go on ahead. I'll catch up with you.
I'll take this pendant, please. Thank you for your patronage. Is this a present for your little lady friend? Maybe an engagement present? Am I on to something? Oh, come now. That's none of your business, you meddler. It's not our place, but if you two were thinking about your future, we wish you both the best of happiness. I hope she likes it. Irgendwie süß, irgendwie schön. Und das ist das zweite Mal, wo mich das Spiel auf eine gewisse Art und Weise linkt, die ich ganz cool finde. Und zwar die Art und Weise, dass man denkt, boah, ist das kindisch, boah, ist das blöd und boah, sind die Helden dumm praktisch oder ist die Welt dumm? Wie jetzt halt hier mit der Königin, die sich den Bart anklebt oder damals hier Schlüssel von Parzah, als wir den Schlüssel da geklaut haben, beziehungsweise der verloren ging angeblich und bla bla bla. Ja, und da hat das Spiel uns ja auch an der Nase rumgeführt, von wegen, dass es den Helden sehr wohl klar war, was da abgeht und so. Und jetzt hier auch so, dass man so denkt, oh, super kindisch, super blöd und dann hier Morley direkt so, hallo Königin, so, ja, fand ich schon ganz cool. Und dann die Überraschung, dann wiederum macht das Spiel einen schönen Turnaround, so, übrigens, ich bin die Geweihte des Wassers, so, wow, damit habe ich jetzt, also, dass sie vielleicht die Geweihte des Wassers ist, ja, okay, kann man natürlich so annehmen. Aber dass es dann die Königin ist und die, die sich gerade... Also es war ein schöner Turnaround, ihr wisst schon, wie ich meine, ne? Klar hätte man jetzt auf die Idee kommen können, dass es die Geweihte des Wassers ist, ist schon klar. Aber trotzdem, in diesem Doppelzuge fand ich es dann nochmal ganz cool. Was mache ich da? Ich hätte einfach das Dach hochlaufen können, oder? Oder? Man weiß es nicht. Hey, irgendwas mache ich da ganz Merkwürdiges. Ah, jetzt. So, da ist nämlich noch ein Item, habe ich gesehen. Ein Goldkreuz, Klee. So, geh mal zum Ausguck, dann gibt's wieder ein bisschen romantisches Blabla und dann geht's weiter. Hey there. I was just starting to wonder if I needed. Ich musste noch kurz ein Item holen, sorry. It's lovely. Yeah. I love sunrises, but there's something about a sunset at the end of the day. I don't know. Sunsets feel a little like saying goodbye. Hina, I got you this. Oh, this is the pendant I... It's a present. You bought this for me, Val? I wanted to get you something, considering all we've been through. It's beautiful. I love it. Thank you. Oh, good. The sun might disappear at the end of the day, but as long as there's a tomorrow, it'll always come back over the horizon. I guess I do like that part of sunsets. We should make our way to the Sanctorium. An Alm can't be late for the rites of initiation. Wäre cool, wenn das Amulett nochmal wichtig wird. Würde ich cool finden. Einfach so ein Glückskauf mal getätigt. Oh, war hier auch noch ein Item? Dann holen wir es uns doch, oder? Ah, und noch ein bisschen Bärenhonig, auch gut, holen wir auch noch mit. Ja, diese Jump'n'Run-Passagen da, wenn man sie so nennen will, die finde ich irgendwie auch noch ganz nett gemacht. So, und jetzt gucken wir mal, was da oben abgeht. Jetzt haben wir doch schon eine relativ lange Story-Blabla-Szene. Ja, ist ja egal. So, weiter geht's. Die labern da als irgendwas rum. Was geht denn ab? Der Besitzer des Ladens ist nicht aufgetaucht, also haben sie schon zugemacht. Dann gehe ich mal besser zur Kathedrale. Ja, leider. Irgendwas ist ja da mit seinem Vater und so. So, die Bekanntschaft ist abgehauen. Auch schön. Wir speichern mal. Einmal ist ja das Spiel abgeschmiert. Wollen wir nicht wieder erleben. War zwar kein Problem, weil es direkt ein Autosave gab, aber jo. Kam auch übrigens nicht mehr vor in jetzt 12, 13 Stunden. Oh oh, mein Schlüssel, nein! I see you've all made it. Her Majesty Queen Palamina will forthwith bestow upon the appointed alms the rites of initiation. Alm of Fire, Hina,
Alm of Wind, Karina. Alm of the Moon, Morley. Please, enter the Sanctorium. Soul Guard, you and your pet may also enter the Sanctorium. Come. Huh, would you look at that? The Alm of Water never did show. Hope we won't have to wait too long. Ein netter Mensch, der Konsul da, ne? Ob der uns wohl in eine Falle lockt? Alms of the Land. Once every 4 years, you gather here to begin your journey. Hold on. That's the guy that ran into us at the fountain. You're right. With the untimely disappearances of the Alm of Earth and the Alm of the Moon, our world has been teetering on the edge of oblivion. Yet tonight, the Alm of the Moon stands before us in the Sanctorium once more. Morley, the Moon's Chosen. We are most heartened to hear that time has been restored to the Parish of Etern. Please, continue on your mission to protect the future. Yes, Your Majesty. We will now commence the sacred rites of initiation. By the powers vested in us, the Queen of Illistana blesses you with the pure waters of Pritta. May it protect you on your alms journey. Hina, accept your duty as alm and receive the blessings of Salamando. Karina, accept your duty as alm and receive the blessings of Silphid. Morley, accept your duty as alm and receive the blessings of Luna. With the Alm of Earth gone, that leaves a total of 4 alms remaining. The Alm of Wood can be found along your path to the Tree of Mana. You will be expected to meet them at Elusia Isle, as is the custom. While the Alms of Light and Darkness have yet to be named, they should be arriving in the capital in due time. However, the remaining Alm is already here, in this very room. You mean the Alm of Water? But they haven't been named yet. The Alm of Water is... you, Your Majesty. How could you possibly know? Master Passar is correct. I have indeed been named the Alm of Water. Wow! A queen and an alm. What are the odds? You could have let us know, you know. I did not hide this fact out of malice. Pray forgive the pretense. Then do get on with the rites, if you don't mind. I, Palamina, accept my duty as alm and receive the blessings of Undine. Your Majesty, O gracious Alm of Water, please faithfully see your duty through to your, I mean, its end. The world is depending on you! Soul Guard Val. Yes, ma'am? I am counting on your protection on our journey to the Tree of Mana, such as it is. I won't let you down. My fellow alms, I am in your hands. Ist die steuerbar? Ist das ein neuer Char? Your Majesty, if I may, are you prepared to leave for the Mana Tree with us? Now that my role as the Alm of Water has been revealed, I imagine it will not take long for the news to spread through the capital.
Passar seems poised to rush in as soon as your seat is vacant. If only I had the time to talk with Niccolo first. I could have been assured of one ally at least, but I was unable to locate him. You make it sound like Passar is a criminal mastermind. This isn't a matter of just one bad actor. Illestana has a complicated history. If he's a crook, just throw him out of town. Doesn't sound so complicated to me. In a city this big, everyone has connections. Passar has his own allies and flunkies, political ties to other officials, and influential citizens. In the past, the wealthy preyed on the poor to fatten their purses. Passar benefited greatly from that old system. I read a book on the historical stratification of Illestana's hierarchy. It said the rich got richer on the backs of poor citizens, working just to make ends meet. My father, the king, had only just begun to reform that inextricably integrated inequality, but the newer system is shaky at best. As I took on my father's mantle, so my brother will succeed me. However, he is quite young. Passar may take advantage of this and sway others to his cause. If I could be assured that there were checks on Passar's power in place, I would leave for the Mana Tree this instant. Palamina! There you are, Palamina! Ian! You should not be out at this hour. Go home and rest. Rest? How can I be expected to rest? Come, we should talk privately in your chambers. May I prevail upon you to be present for this discussion? Did he say to go to the Queen's chambers? Is that okay? I mean, are we allowed in? Ja, es werden jetzt auf jeden Fall einige interessante Themen aufgemacht, muss man halt auch sagen, ne? Von wegen königliches Blut wird auserwählt, auch zum Mannerbaum zu kommen. Da könnt ihr auch irgendwas hinten dran stecken. Beziehungsweise, warum war das vorher noch nie der Fall? So rein mathematisch, zufallstechnisch und so weiter, ne? Also auch so Unterklasse gegen Oberklasse, was jetzt auch wieder so ein bisschen thematisiert wird. Auch der Konsul da, ich dachte jetzt eher so, dass das ein Maskottchen ist. Er sieht ja auch ein bisschen aus, wie als ob irgendein Dämon in dem schlummert, sag ich mal. Aber natürlich hat er vielleicht nur aus politischem, also sein komisches Hehehe da, sein Gegrinse, sein Gelache. Vielleicht war es nur politisch bedingt, dass er das gesagt hat. Ich dachte, der wird uns hier eine Falle locken, von wegen jetzt müssen wir kämpfen und die Geweihte des Wassers wird sich zeigen, so auf die Tour und hilft uns dann. Aber dem war jetzt nicht so. Es war politisches Blabla. Aber woher wusste er das trotzdem? Das war ein bisschen merkwürdig. Das könnte trotzdem wieder in die Richtung deuten. Und jetzt, dass Palmina eventuell hier Morley oder denkt, Morley hätte sie verraten. Weil nur das würde irgendwie Sinn ergeben, oder? Oder habe ich irgendwas nicht gecheckt? Jo, naja, egal. Machen wir mal weiter. Blabla. Weiter geht's. Macht auf jeden Fall Laune. Aber ich will wieder kämpfen, bitte. Kriegen wir das hin? So, Boss, mal. Hört? Jo, mach mal. Allow me to formally introduce you. This is Ian, my younger brother. Brother? And that must mean he's the crown prince. Yes, yes, apologies, but there is no time for pleasantries. I just received a report that Niccolo has been arrested. What? Niccolo? Wasn't that the name of your guardian, Morley? Whoa, what's going on here? He has been charged with obstructing the flow of water throughout the capital. It must be a mistake. What about proof? If Passar is behind this, he can fabricate some. He used the ceremony to distract us. But why frame Niccolo? As a renowned merchant, Niccolo has his paws in many pies. He has even thwarted several of Passar's malicious motions using his influential ties. If Niccolo is jailed while I journey to fulfill my duties as the Alm, no one will be able to aid Ian with his new role as ruler. You sound like you've already given up! Oh. Madeline? How did you get in here? I've accompanied Niccolo on many a foray into the palace. The guards know not to bother me.
Do you have a plan? But of course! All you have to do is find out what's really ganz gemiau. Before Passar can produce his proof. Father sent us to sniff out clues, but before we could report back, he was captured. So I'll tell Mew what we would have told him. Our noses took us to the Luca Ruins. I see. The Luca Ruins were known as the Water Ruins. Perhaps the capital's water problems were not due to a mana-deficient disaster after all. Hmm. Is it time to call up the guards, Doom, you think? No. I would like to see for myself before involving any additional aid. We must keep the search small to avoid our adversaries noticing our advance. I will summon the guards later, should the need arise. Allow me to accompany you, Your Majesty. I want to find my father. Me too. I'm the Soul Guard, and it's my job to make sure you're all kept safe. I am heartened to have such able associates. Let us find what secrets lie in the ruins and rescue our stray friend. It's settled. We'll leave at first light. Palmina hat sich der Gruppe angeschlossen. Ist die steuerbar? Oh, tatsächlich. Ist eine kluge, anmutige Kämpferin und beherrscht eine Vielzahl von magischen Angriffen. Sie kann Gegner aus großer Entfernung angreifen und trägt erheblich zum Gesamtschaden der Gruppe bei. Allerdings ist sie auch sehr verwundbar und leichtes Ziel für gegnerische Angreifer. Okay, nice. Ja, wusste ich gar nicht. Vom Startbildschirm hätte ich es vielleicht mir erschließen können, wie auch immer. We gotta figure out what's causing these water problems. And fast. Let's head to the ja, begib dich zu den Ruinen. Jo, kann man machen. Beziehungsweise machen wir das dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Jetzt sind auch viele Nebenquests aufgetaucht. Wo sind die denn alle? Jo, die würden wir vielleicht noch... Und ich glaube auch neuer Kram hier, oder? Oder war das schon? Keine Ahnung, kann sein, dass ich da vorbeigerannt bin. Ich würde sagen, die Nebenquests nehmen wir noch an und dann in der nächsten Folge, weil dann kann ich... Also für mich ist jetzt hier Wochenende sozusagen und letzte Folge vorm Wochenende und dann kann ich ganz frisch, sage ich mal, das nächste Mal starten. Ne? Und dann können wir uns mal den Char anschauen, Ausrüstung anschauen und so weiter, ob ich sie mitnehmen möchte oder nicht im Standard-Team. Und dann kriegen wir ja, glaube ich, noch einen Begleiter. Und das ist halt die Frage, will ich bis dorthin, bis ich alle Begleiter habe und ungefähr einschätzen kann, wer für was gut ist und so weiter, will ich mir bis dorthin die Serum aufsparen? Nö, will ich nicht. Habe ich gerade schon beschlossen. So, was gibt's hier für Nebenquests? So, Hausschlüssel kann er nicht mehr finden. Oh nee, im Sumpf. Jo, alles klar, irgendwas ist da. Müssen wir irgendwas suchen. Suchauftrag im Hafen, da ist irgendwo ein Schlüssel. Wir schauen uns gleich an, was wir als Belohnung bekommen würden. Dementsprechend würde ich dann halt auch die Nebenquests bevorzugen. Nervt mich jetzt gerade, dass ich am Anfang dieses Gebiet da komplett übersehen habe. Oh ne, wäre es doch das Gebiet oben gewesen oder was? Ah ne, hier. Dieses Gebiet mit diesem Ausguck da. Wahrscheinlich hätte ich hier schon eine weitere Malerquest dann bekommen. Nervt mich volle Kanone, dass ich das übersehen habe. Vor allem, weil es relativ gute Belohnungen auch noch gab. Ich glaube, 10 Goldkreuzklee oder sowas. Sehr, sehr nervig. So, was ist hier im Brittertal? Die bösen Monster auf der Straße, die müssen wir wegkloppen. Alles klar, machen wir. Böse Monster tatsächlich. So heißt auch die Quest. Ich habe den Durchblick, definitiv. So, ich port mich mal gerade hier runter zu der Bärenbörse. Dort in der Nähe ist nämlich noch eine Nebenquest. Da müssen wir nicht hier überall rumbrettern. So, gehen hier runter, holen noch eine Nebenquest ab. Ja, ich denke, dass die immer so zu aktivieren sind. Es geht um die Leuchtturmwärter. Neil, sag ihm bitte, bla, ja, die Schicht antreten, bla, machen wir. Das Leiden des jungen Wärters. Gibt's da nicht ein Buch dazu oder sowas? Mich wundert, dass hier überall nochmal der Bärenhonig am Start ist. Habe ich mich so schlecht umgesehen. Oh ne, und wo ist er, der Kaktus? Irgendwo ist er. War er da gerade? Irgendwo chillt er rum. Überall, wo grün ist, muss ein Kaktus sein. Der Bärenhonig, da ist doch neu, oder? Wollen die mich verarschen? Ich bin doch nicht daran vorbeigerannt, oder? Oder lag das daran, weil ich da irgendwo runtergejumpt bin? Nee, ich bin doch hier vorbeigelaufen. Hier, Schatztruhe geholt und so weiter. Wo ist der Kaktus? Da war was Grünes gerade in der Ecke. So, das sind die Helden, die warten.
Machen wir jetzt nicht mehr. So, schauen wir ganz kurz in die Nebenaufträge rein. Hier auf die Spuren des Malers. Boah, ey, Goldkreuzklee hätte ich schon längst erledigt haben können. Dann hier gibt es den Lichtsegen. Lichtdamage-Verbesserung oder was? Ah, ne, Wassersegen war, glaube ich, Wasser-Reduce, ne? Also Wasser-Damage-Reduce. Dann Lucre super viel extra MP mal 1. Wird? Ist aber ein Fähigkeitssamen. Dann sind die MP höher oder was? Nice. Jo, kann man vielleicht auch gebrauchen. Gut, alles klar. Ich speichere den ganzen Krempel hier dann mal ab. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf. Neuer Char. Müssen wir ein bisschen was ausprobieren. Team, Formation ändern und der ganze Kram. Wie gesagt, kann ich dann fresh reinstarten. Freue ich mich drauf. Mache jetzt auch Offcam. Am Wochenende keinen Quatsch. Das ist ja auch schon mal schön. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschalten. Das Ganze entwickelt sich ja doch noch relativ interessant. Ich bin mal gespannt, was hier mit dem Konsul los ist, ob da ein Hinterhalt politisch oder noch schlimmer geplant ist. Ja, wie die ganze Reise weitergeht hier mit dem Opfern und so weiter. Ob hier Unterklasse, Oberklasse das Thema nochmal aufgemacht wird. Und halt, ja, halt generell die Opfer, dass die Helden vielleicht irgendwann mal sagen, Opfern ist vielleicht jetzt nicht die geilste Idee. Mal gucken, weil wir wollen ja noch in ein New Game Plus gehen und dann wäre es cool, wenn wir noch leben, ne? Gut, alles klar, dann machen wir hier an der Stelle weiter. Vielen Dank an den Supporters Club, vielen Dank an alle Leute, die hier reingeschaut haben. Bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Tag, ciao.